Wir sind eine kleine Gruppe von 3 Leuten. Unsere Aufgabe ist, wie der Name sagt, das Repertoire zu betreuen. Wir haben ungefähr an die 50 Opern im Jahr, davon 10 Ballettabende. Und wir müssen die Kostüme in Schuss halten, Service machen, bügeln, putzen. Und der wichtigste, unsere wichtigste Aufgabe ist, die Kostüme so weit wie möglich von der Premiere zu verwenden. Wir sind da angehalten, dass wir nicht an jeden Sänger ein neues Kostüm bestellen, weil das kostet ja unnötig Geld. Jetzt versuchen wir, die Kostüme, die wir von der Premiere aus haben, so weit wie möglich den Sängern, die neu in der Rolle sind, weiterzugeben, abzuändern und wie gesagt, um der Oper Geld zu sparen, dass wir nicht zu viel Geld verbrauchen. Wir können nur eine gewisse 2 Konfektionsgrößen größer, kleiner nähen. Sollte es dann Extremgrößen sein, dann brauchen wir sehr wohl ein neues Kostüm. Aber wir versuchen zumindest wirklich alles, um das nicht zu in Anspruch zu nehmen, so oft. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie das geschnitten ist. Bei den historischen Kostümen dauert es länger. Bei Anzügen oder was geht das etwas flotter. Aber so im Schnitt kann man sagen, ja, 5 Stunden muss man schon in mangel Zeit in Kauf nehmen. Mit Anprobe, eventuell eine 2. Anprobe und die Änderungen. Ich kann mich jetzt nicht detailliert auf die Vorstellung erinnern, aber da gibt es schon eine Vorstellung. Da ist der Sänger um 5 Uhr nachmittags gekommen. Dann haben wir das Kostüm probiert. Dann war noch eine Probe auf der Bühne. Und dann sind wir aktweise fertig geworden mit den Kostümen. Das heißt, erster Akt sind wir knapp vorher oder zu Ende des ersten Aktes fertig geworden, anziehen, dann hinauf, weiternähen und durch dann die 3 Akte haben wir dann trotzdem, Gott sei Dank, über die Bühne gebracht. Das ist nur ein kleines Bruchteil, hier sind nur die Solistenkostüme und das nur ungefähr 30 Opern. Wir haben ja, wie gesagt, 50 Opern ungefähr im Jahr und hier hängen nur 30 Opern, wobei gesagt, hier hängen nur die Solisten, das ist ein kleiner Bruchteil. Die Massen, Chor, Statisterie, das ist in den Magazinen ausgeladen, da wäre die Oper viel zu klein, um das zu deponieren. Aber daneben haben wir noch ein Schuhmagazin, da haben wir so jetzt an die 2600 Paar Schuhe. Die sind alle nummeriert an der Schuhsohle, weil es wäre unmöglich, dass, wenn man das in Container lagert, die Schuhe hinauszusuchen. Jetzt haben wir alles auf Stellagen deponiert mit Karteien, Verzeichnissen, da kann man suchen, aha, da steht auf Platz sowieso, geht man hin, nimmt man die Schuhe und das ist wirklich ein, das hat ein älterer Kollege damals eingeführt und das System bewährt sich heute noch. Wir haben dann in manchen Vorfällen schon die Kostüme etwas weiter gemacht, wenn wir schon ein Auge dafür haben, haben wir es den Sänger nicht verraten, habe gesagt, na, komm, probier sicher, sich und ja, siehst du, ich habe mich nicht verändert und ich sage, ja, ich weiß eh, du bist immer gleich, aber in Wirklichkeit haben wir dann schon ein paar Zentimeter weiter ausgelassen. Prinzipiell sind alle historischen Kostüme, habe ich sehr gern. Und zum Beispiel hier im Hintergrund sieht man das André Chenier-Kostüm, das sind noch handbemalt. Also das finde ich einer der schönsten Kostüme überhaupt. Das macht mir auch Spaß, mit solchen Kostümen zu arbeiten. Ich habe gern mit den Leuten zu tun, mit den Sängern. Es macht sehr Spaß, sie sind sehr nett zu uns. Sie sagen immer, wir sind die Besten in der Welt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, sie sagen es immer, aber sie sind mit uns sehr zufrieden und wie gesagt, es macht mir wirklich Spaß, der Beruf, dass ich das gelernt habe und hier in der Oper ausüben darf. Genau. Warner, so ist das.